dann habe ich gesagt, so, und jetzt lasse ich mir ein Tattoo stechen. Ist mir jetzt egal, ob es weh tut, da muss ich jetzt durch. Ich wollte schon immer eins haben und jetzt reiße ich mich zusammen und mache das einfach. Was haben meine Tattoos mit meiner Arbeit zu tun? Ich habe dort gearbeitet, bevor ich mein erstes Tattoo hatte. Meine Arbeitsweise hat sich dadurch nicht verändert, nur meine Optik. Tattoos bedecken, Business-Look, Blazer, Bluse. Lassen wir ja dann auch Fotografen hat, die einen immer wieder buchen. Und es spricht sich dann eigentlich rum. Also das meiste und die besten Aufträge kriegt man eigentlich durch Vitamin B, durch Weitergabe, durch gute Werbung untereinander unter den Fotografen. So, ach, süß. Das war mein erstes Tattoo. Ja. Ich muss sagen, dass ich momentan genauso viel verdiene mit den Modeln im Monat, wie ich mit meinem Vollzeitjob verdiene. Oh, ja klar. Da kommt dann schon mal so ein Kommentar, oh, voll die Eingebildete oder das schaut ja arrogant aus oder so. Man muss schon sagen, in der Szene gerade Model, Fotografie oder auch was Tattoos angeht, gibt schon auch Leute, die irgendwie also sehr so das Konkurrenzdenken haben. Katzen- und Pin-Up-Tattoos mag ich besonders. Also hier habe ich zum Beispiel also so mich ähnlich als Comicfigur, Wildkatzen, chinesischen Sternzeichen, Herr Drache, Rockabilly Cat, eine Pin-Up-Katze. Dann habe ich ein Porträt von mir mit einem Leoparden.